heute ist es soweit. Wir gehen wieder in einen neuen Kurs rein. Und zwar hier rein in das ganz kleine Bild mit den Pilzen drauf. Wir gehen nämlich heute in den Kurs 12, Fliegenpilz-Fiasko, erklimme den Berg. Und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen zu Super Mario 64. Ja, ich möchte mich gerade nochmals für die letzten zwei Folgen entschuldigen. Denn, wie euch aufgefallen ist, gab es leider keinen Ingame-Sound, beziehungsweise hat man keine Sounds von Mario gehört, etc. Das hat den Grund, weil, ja, aus irgendeinem Grund, OBS meinte, den Sound nicht aufzunehmen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, aber diesmal sollte alles laufen. Wenn nicht, dann schlage ich alles zusammen. Nein, natürlich nicht, aber das wäre natürlich schlecht, ne? Wenn das wieder so wäre. Gut. So viel dazu, der Fliegenpilz-Fiasko. Also es ist halt, ja, ein Kurs, den vielleicht nicht jeder mag, aber ich mag ihn tatsächlich. Und hier hört man leider wieder, dass hier mal wieder die Musik recycelt wurde. Aus Bob Oms Battlefield und aus Homs Wuchtwall. Und das finde ich halt irgendwie schade. Weil, joa, ne? Ist halt, na, nicht gut für dich. Weil ich finde, hier draus hätten sie schon noch was Eigenes machen können. Klar, es passt so ungefähr, es passt so ein bisschen dazu, aber nun ja, es ist auch nicht der Rede wert. Also, nun ja. Es gibt, by the way, viele Wege, wo man den Berg hoch klimmen kann. Also einmal hier links und einmal hier rechts. Wir gehen aber den normalen Weg, damit ich euch den ganzen Berg zeige. Hier sind Bob-Bombs, hier sollte man sich in Acht nehmen. Und hier ist ein Chuck, ja, ganz aufpassen. Und ja, also hier geht's auf jeden Fall drunter und drüber. Und hier ist ein Affe, vor dem solltet ihr euch Acht nehmen. Denn dieser, ja, da kann nämlich eure Mütze klauen. Genauso wie Klepto in der Wubi-Waba-Wüste. Also solltet ihr da aufpassen. Ich hab's ja schon mal gesagt, sollte Mario die Mütze verlieren, weil es gibt hier zwei Wege, ich gehe immer den oberen Weg, aua. Dann, Alter, what the hell? Dann erleidet er doppelt so viel Schaden. Und, ey, das kann doch nicht sein jetzt. What the hell? Ich bin nicht gerade aller Ernstens gestorben. An so einer einfachen Stelle. Ach, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Naja, wie auch immer. Dann zeige ich euch hier eine Abkürzung. Ihr könnt hier einfach hinten drunter springen und dann kommt ihr wieder nach hier oben. Also es ist eigentlich, ja, eine Glückssache, ob da hinten was ist oder nicht, weil man kommt ja auch eigentlich einfach so drauf, dass man einfach so sich sagt, ja, ich springe jetzt einfach mal so in den Untergrund. Abgrund. Also, jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ihr habt doch selber gesehen, dass das jetzt maximaler Betrug war. Da war eine unsichtbare Wand. What the hell? Naja, was ich sagen wollte, ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll, da einfach mal so in den Abgrund zu springen. Vor allem als Kind hat man das eigentlich nie gecheckt. Und sowas findet man halt, ja, im Erwachsenenalter heraus. Und es gibt wirklich heute Dinge, die in Mario 64 verborgen geblieben sind, die niemand weiß. Wie zum Beispiel dieses random versteckte One-Up, was ich ja euch in Part 2 vom Bums Wuchtwall gezeigt habe. Hier gibt es voll viele One-Ups. Krass. Und ja, das ist schon krass, wenn man so ein altes Spiel schon länger kennt, aber man solche Sachen nie findet. Das ist schon krass.
Gut, hier ist es ein bisschen ja, schwierig zu laufen, weil das hier wie so Treibsand ist oder was auch immer das da darstellen soll. Ich glaube, Laub soll das darstellen. ja. Das hier habe ich nie verstanden, warum das hier da ist. Irgendwie unnötig. Aber nun ja. Dann ist hier so eine, ja, so eine dünne, so ein dünner Steg. Achso, nee, doch nicht unnötig. Da unten im Wasserfall ist ein Stern, aber den holen wir uns erst später. Generell sind alle Sterne hier in diesem Kurs ziemlich einfach. Weil, ja, ich weiß nicht, was der Grund dazu ist. Also, ich finde auch irgendwie diesen Kurs irgendwie so erzwungen, so richtig, naja, dass Nintendo keine Ideen mehr gehabt hat und sie brauchten irgendeinen neuen Kurs, also neues, Thema. Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls, ja. So, wir sind ganz oben auf den Berg geklettert. Jetzt müssen wir den Affenkäfig erkunden. Mhm. Und ja, wenn wir schon wieder das Wort Affe hören, ja, es ist tatsächlich, es hat tatsächlich was mit den Affen zu tun. Nicht der Affe, der uns die Mütze klaut, sondern der andere Affe, ja, der ganz oben auf dem Berg chillt und dem wir einen Besuch abstatten müssen. Denn das ist anscheinend hier sein Bruder oder so. Und die hassen uns irgendwie. Ich weiß nicht, was wir ihnen getan haben, aber irgendwie hassen die Affen uns. Und deswegen müssen wir dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber das werden wir schon auch schaffen. Und oh, ich bin mal mit keinem Treffer hier durchgekommen. Yes. So will ich es auch sehen. Ja. Fliegenpilz-Fiasko. Also es ist halt, wie der Name schon sagt, an Fliegenpilze angelehnt. Und generell sind Fliegenpilze dafür bekannt, dass sie giftig sind. Und generell Pilze aber so zum Essen, also so wie so Champignons, also so normale Pilze einfach, die man in Läden kaufen kann oder so. Die sind richtig geil. Vor allem auf Pizza und so, das ist maximal geil. Also, boah. Geschmacksexplosion pur. So, wir hören den Affen schon. Den werden wir jetzt aber erstmal fangen. Und jetzt. Ah, leider nicht im First Try. Hier muss man gucken, weil der Affe ist nämlich viel schneller und sogar viel schneller als der scheiß Affe, Hase im Keller. Das kann nicht wahr sein. Komm her! Alter, das kann nicht wahr sein. Hallo! Jetzt aber mit Anlauf! What? Ey, du kommst jetzt her! Ey, dieser scheiß Affe. Boah, ich habe das als Kind gehasst, ihn zu fangen. Man muss ihn, glaube ich, irgendwie verarschen. Nein, ich hätte ihn kriegen können. Nein, 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 nein. Oh, komm doch her. Ja, danke. Aua, ey, lass mich los. Das war doch nur Spaß. Du hast doch wohl keinen Humor, was? Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Na, wie sieht's aus? Okay. Ich vertraue dir. Wie du rennst weg. Jetzt verkaufe ich dich an Tierhändler. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ja, und jetzt müssen wir ihm erstmal folgen und warten. Wir müssen immer ganz langsam hinter ihm gehen, dann kann nichts passieren. Hey Baby, komm schon, wo bleibst du denn so lange? Bro, ich stehe direkt hinter dir. Und er begeht Selbstmord? Er hat Selbstmord begangen. Well. Danke für den Stern, aber du hättest jetzt keinen Selbstmord begehen müssen. Naja, das lassen wir mal außen vor und vergessen das Ganze mal wieder. ja, weiter geht's. Und ja. Nicht Achtungsprinzen. Nein, das machen wir nicht. Wir machen stattdessen eine andere Mission. Denn, aber was können wir denn machen? Ja, wir können mal hier im Wasserfall machen. Und die ist eigentlich ziemlich einfach, also da kann eigentlich niemand so wirklich verkacken. Damit wir aber diesen Weg hier gesehen haben. Aua.
Gehen wir mal nach hier oben. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Lass mich nach da oben. Tricks Monty-Bauwürfe. Ich falle fast runter. Ich komme nicht hoch. Danke. Hier findet man auch, by the way, rote Münzen. Die ersten findet man ja eigentlich so gesehen direkt am Anfang. Bei den Pilzen. Und hier findet man den Rest. Und das ist halt so gesehen ein zweiter Weg nach oben. Also eine Abkürzung, wenn man skillig drauf ist. Wie ich, Kappa. Dann kann man das schon easy hinkriegen. Man könnte jetzt bei Lowell hier beim Wasserfall einfach abkürzen, aber das wäre langweilig. Wir machen die Mission normal. Denn dazu müssen wir hier vorne auf den Knopf gehen. Den aktivieren. Und da mit Glück hier runterspringen. Oh, es hat geklappt. Okay. Denn so wird das eigentlich gemacht. Also wie gesagt, man kann es einfach easy abkürzen. Entweder von unten oder von oben. Ohne Box geht es natürlich auch. Die Box ist halt wirklich, also wahrscheinlich einfach nur zur Hilfestellung da, damit man nicht runterfällt. Das war die 5. Mission sogar. Halte Ausschau auf der Brücke. Das war sogar die 5. Okay. Gut, was könnte denn die 4. Mission sein? Da hinten auf dem Pilz. Ich glaube, das ist die 4. Mission gewesen. Und da kann man eigentlich auch heftig abkürzen von oben, wenn man vom Baumstamm runter, runterspringt. Aber, ja, ihr habt da unten schon gesehen. Hier unten gibt es nämlich ein Bomb-Omb, eine Bomb-Omb-Kanone. Und, wow, das war knapp. Und die können wir aktivieren, indem wir logischerweise den rosa Bomb-Omb finden. Oh, das war katzgelig. Da will ich einen Daumen hoch sehen. So, und dann, ja. Ich hatte den damals als Kind nie gefunden. Aber wenn man jetzt mal hier nach hier unten kommt, auf die Idee, hier runter zu springen, dann ist er hier unten einfach random. Also man sieht ihn nicht. Ja, es ist schon schwierig, ihn einfach so zu sehen. Da muss man schon Adleraugen haben. Ja, also es ist gerade nicht einfach, ihn zu finden. Wenn man sich hier gerade nicht so auskennt, aber naja. So, damit wäre die Kanone offen. Und wir können einen Abgang nach unten machen. Aber bitte nicht in den Abgrund. So, und jetzt müssen wir einfach nach hier hinten. Und jetzt kommt das Ding. Wie kommt man da unten zur Kanone hin? Da gibt es doch keinen Weg hin. Und ob man wieder, und wie man da hinkommt. Denn hier irgendwo auf den Pilzen ist, glaube ich, ein Teleporter. Ich glaube hier. Tatsache. Und dann kommt man an eine Stelle, wo sogar ein Schild ist. Das habe ich noch nie gelesen, by the way. Achtung, starke Böen. Aber es könnte auch eine aufregende Reise werden. Ja, glaube ich dir. Oh, es wird immer dünner. Aber easy. So, und jetzt könnten wir den Stern schaffen, aber ob ich das First Try hinkriege? Ach, scheiße, Mann. Das war zu hoch. Scheiße. Das könnte jetzt lame werden. LOL! Hä? Seit wann gibt es denn hier diese Böe? Das wusste ich ja gar nicht. Okay, ich bin ja einfach runtergesprungen. Naja. Try Nummer 2. Okay, diesmal ein bisschen nach unten zielen. Aber so reicht sogar schon. Oh nein!
Na. Ein Versuch war es wert, also doch ein bisschen höher. Also, es ist echt unfassbar. So, Try Nummer 3. Nicht wundern, ich bin einmal runtergefallen. Dummerweise. Oh, das hier muss doch jetzt reichen. Wow, perfekt in den Stern rein. Ich hatte kurz gedacht, dass ich unten unter den Stern durchrutsche, aber in dem Fall nein. Da habe ich doch mal großes Glück gehabt. Puh, das ist nochmal gut gegangen. Gut, und an eine Mission kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Es ist tatsächlich, boah. Warum gehe ich nicht eigentlich den anderen Weg? diese Mission, das war sogar einer der ersten, die ich damals, gefunden habe als Kind, direkt. Also ich bin halt nicht sofort drauf gekommen. Aber ich habe... Okay, da gehe ich halt den anderen Weg, ist ja gut. Und sowas fällt einem als Kind nie auf, ja. Aber ich, also mir ist es tatsächlich aufgefallen direkt, dass da irgendwas an der Wand ist. Aber vorher hat es mich nie so gejuckt. Dann später bin ich einfach reingesprungen. Also das sind halt so Dinge, die findet man als Kind sehr spät heraus. Das ist halt einfach Fakt. Und ja. Wie man es auch will, fandet man damals, Marvin 60 zumindest, und generell so alte N60-Spiele und generell alte Spiele viel schwieriger als Kind. Aber heutzutage, wenn man sie so als Erwachsener spielt, bisschen älter geworden ist, umso mehr weiß man von dem Spiel und kriegt das dann natürlich auch besser hin. Und dementsprechend, ja, ne? Ist das natürlich dann auch verständlich, ne? Wenn Kinder das nicht so hinkriegen. So, wenn wir nämlich jetzt einfach mal hier hingehen, dann merken wir, oh, da ist etwas faul an der Wand, das wabbelt so herum. Dann springen wir einfach mal da rein. Denn hier hinten befindet sich ein geheimer Raum oder ein geheimer Kurs, eher gesagt. Okay, Kurs kann man es nicht sagen, ist dann schon noch im Kurs drin, aber naja. Und zwar wieder eine neue Rutsche, ja! Weil wenn man hier unten links und rechts hingeht, dann findet man mal was. Ein Wallop und eine Mütze, okay. Gut. Ja, es gibt insgesamt 3 Rutschen. Das ist schon krass.
Aber das macht Malfin 60 so besonders. Das ist das Coole daran. Und ja, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier müssen wir instant nach rechts lenken, weil würden wir jetzt geradeaus weiterfahren, weiterrutschen meine ich, dann würden wir in den Abgrund fallen und es wäre aus mit uns. Jetzt sind wir ja aus dem Tod gekommen und jetzt müssen wir hier, das ist die schwierigste Stelle, hier wird es ein bisschen dünner. Aber naja, hier kann man auch sich viele Münzen abgreifen, by the way, für den 100 Münzenstern. Eigentlich aber auch ganz easy und hier ist dann das Ende. Und hier kommen wir dann zum Stern. Easy. Es gibt, by the way, auch noch eine andere Möglichkeit, den Stern hier zu holen. Oh, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Oh, beim Chakya, wo der Chakya ist, kann man da einfach, wenn man es richtig macht, mit einem, ja, Luftkick, einfach überspringen. Also quasi, man muss die Rutsche dann gar nicht mehr machen. Also, es geht tatsächlich ganz easy, nur ist das halt, ja, für Speedrunner eher gedacht und eine Abkürzung, wenn sie halt schneller durchs Level wollen, logischerweise. Und, ja. Ich würde mich aber an der Stelle erstmal verabschieden. Das war's mit diesem Part von Super Mario 64. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst einen Hoch da, wenn ihr die Glocke aktiviert. Das würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Super Mario 64.